Kröten schlucken. Also, so würde ich das gar nicht ausdrücken. Also, es sind ja jetzt 38 schon gesichtete Produktionen, die alle Argumente, also für die auch Argumente sprechen, auch wenn man vielleicht andere hat, für die mehr spricht. Also, es war eigentlich sehr friedlich. Und. Ja, man sucht natürlich auch die Kontroversen ein Stück weit. Also man hat sicher, jeder hat seine Vorlieben und jede Jury ist sicher auch in so und so vielen Inszenierungen einig. Und manchmal über das Jahr gesehen wird es dann fast langweilig. Man redet eigentlich viel öfter, viel mehr über die kontroversen Sachen. Und ein Stück weit ist es dann auch gut, wenn man diese Kontroversen ins Festival rein transportieren kann. Also da sind wir, glaube ich, auch innerhalb der Jury immer einer Meinung, dass man die Kontroversen nicht meiden soll, sondern eben sie eher transportieren. Es hat sich abgezeichnet, aber es war wahrscheinlich auch für uns, ist dann am Schluss überraschend, weil wir ja immer über einzelne Inszenierungen reden und nicht über irgendwie, nicht über 10 am Stück, nicht über ein Tableau. Das erst sehr spät, dass es jetzt tatsächlich so rauskam, dass es sich so ein bisschen regionalisiert hat und eigentlich nur also eine echte Hamburger, eine echte Berliner, eine echte Münchner Produktion dabei ist aus den klassischen Metropolen. Ja, ich denke auch, dass das in den Fällen vor allem auch mit den Menschen selber zu tun hat, also mit den Regisseuren, also mit Ersan Montag, mit Tom Lutz, die einfach gerne dort arbeiten oder bisher gerne dort gearbeitet haben und dort für sich Möglichkeiten entdeckt haben. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Entwicklung. Die anderen waren einfach besser. Also es gibt ja kein Statut, wo steht, dass Österreich vorkommen müsse. Es geht einfach um deutschsprachige Theaterproduktionen und da war halt heuer leider der Energielevel nicht so hoch. Also es ist eigentlich ein Zufall. Also es ist auch nicht das erste Mal, aber ja, es ist halt so. Es gab auch Jahre, in denen die Schweiz nicht dabei war. Wirklich neu wäre nur, wenn Deutschland mal nicht vertreten wäre. Das Das wäre wird sehr aber originell. wahrscheinlich nie passieren, weil es natürlich viel mehr Theater gibt, die Auswahl viel, viel größer ist. Wieder, das ist natürlich eine Momentaufnahme. Also ich bin jetzt das dritte Jahr in der Jury. Wir waren in den Jahren davor, wenn ich mich richtig entsinne, war Wien zum Teil sehr stark. Wir haben da ganz unheimlich Innovatives gesehen. Also da müssen die Wiener jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Genau. Meiner Meinung nach ist wahr, dass das ein Generationenwechsel, glaube ich, langsam stattfindet. Das würde ich auch beobachten. Wieder denke ich, dass das nichts ist, was die Jury macht, sondern was wirklich tatsächlich stattfindet. Gleichzeitig sieht man immer wieder, dass die Altmeister deswegen nicht weg vom Fenster sind, sondern die kommen genauso unterschiedliche jetzt in den letzten Jahren. Aber die Tendenz ist, glaube ich, doch schon da, dass sich jetzt wieder neue Leute, die jetzt um die 30 sind, dass die an den großen Theatern jetzt tatsächlich landen können. Dass also bildende Kunst oder andere Kunstfelder auf das Theater einwirken, also das ist jetzt keine ganz neue, keine Neuigkeit. Es ist verstärkt, das finde ich auch oder finden wir auch, dass sich das Theater sehr wieder auf seine eigentliche Arbeit zurückbesinnt, also dass so richtig Theater Formen erprobt werden. Also im Vergleich jetzt zu den letzten Jahren, wo dann doch mehr Inhalte gezählt haben und man Anliegen auch vertreten hat, aber also das Interesse an der Form, an der Entwicklung neuer Kraftfelder am Theater, ich denke, das ist für die heurige Saison durchaus etwas, was zu beobachten ist. Uns ist auch aufgefallen, dass es erstmals einen Frauenüberhang gibt in der Jury und wir uns auf alle Fälle vorgenommen haben, das auch im Endergebnis sichtbar zu machen. Aber es ist gar nicht so leicht.
Wir haben oft darüber gesprochen, eigentlich fast bei jeder Jury-Sitzung war das ein Thema. Und wenn man sich die das also wenn man sich die Theater ansieht und die Spielpläne und die Regisseurinnen und Regisseure, dann sieht man, dass zwar circa 30% durchaus Regisseurinnen am Werk sind, aber dass die vor allem eher in den kleineren Räumen tätig sind, dass die vielleicht nicht so sehr in den Metropolen arbeiten und also nicht so wahnsinnig sichtbar sind noch. Und ja, das hat sich halt leider so für uns auch etwas irritierend, muss ich sagen. Also wir haben auch bis zum Schluss darüber diskutiert und waren auch auf diese Frage vorbereitet. Es lässt sich keine wirklich schlüssige Antwort geben und wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder ein ausgewogeneres Verhältnis gibt. Andererseits sehe ich das aber auch ganz entspannt. Also wir haben letztes Jahr hatten wir nur eine Frau in der Jury und wahrscheinlich hätten uns bei dem Ergebnis, das wir jetzt haben, dann die ein oder anderen, ich weiß nicht, Sexismus oder wie man das nennen will, dann vorwerfen können. Da hatten wir einen Frauenüberhang. Das ist, glaube ich, das erste Mal mehr Regisseurinnen als Regisseure, aber letztendlich ist Theater ja Gruppenarbeit, das ist nichts Neues. Wir fokussieren jetzt halt auf die Regie sehr stark, aber natürlich sind überall ganz viele Frauen beteiligt. Ne?